Draufgekommen, dass es keine kreativen Konzepte im musealen Umfeld gibt, jetzt auf Vermittlungsebene, und haben 2003 mit dem ersten Projekt gestartet und haben einmal herausgefunden, was Besucher interessiert. Für uns steht im Vordergrund, für jedes Museum ein individuelles Konzept zu entwickeln. Das heißt, wir sehen uns die Architektur an und die Besuchergruppen und erarbeiten daraus ein für das Museum abgestimmtes Vermittlungskonzept. Maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse, unterschiedliche Informationen, die multimedial angereichert werden können oder durch Soundcollagen hinterlegt, das einfach aufwerten und spannender und erlebbarer machen. Wir haben uns auch sehr intensiv mit dem Interface beschäftigt. Wir arbeiten mit Touchscreens, wo jede Altersgruppe damit zurechtkommt. Natürlich möchten wir eine jugendliche Zielgruppe erreichen, aber wir haben auch ältere Besucher, denen das Spaß macht. Und Apple hat einiges vorgelegt, jetzt im Bereich Usability und User Interface Design. Das haben wir größtenteils übernommen und man kann da wirklich eine große Zielgruppe damit ansprechen, das wirklich spannend machen und ein Erlebnis draus machen. Großen Meilenstein für uns war die Niederlassung in San Francisco zu gründen, um eben einen intensiveren Kontakt mit Apple zu haben. Die Nähe zu Apple ermöglicht uns jetzt eine technologische Vorreiterrolle einzunehmen. Wir entwickeln auch auf dem iPhone iPod Touch. Das war für uns ganz wichtig, weil da neue Möglichkeiten offen stehen, so wie App-Entwicklung, wo man den Ausstellungsbesuch einfach mit nach Hause nehmen kann. Das heißt, ich kann mich im Vorfeld oder danach mit der Thematik beschäftigen und weitere Inhalte über mein Gerät annehmen. Für uns ist es aber trotzdem wichtig, im Hintergrund zu bleiben, weil es geht um Objekte, es geht um Relikte aus der Vergangenheit, die wir erklären wollen, aber es soll trotzdem ein unterstützendes Medium sein, das nicht ablenken soll. Wir wissen, dass der Ausstellungsbesuch das Wichtige ist, aber wir mit dem News Guide probieren, das einfach aufzuwerten und ein spürbares Erlebnis daraus zu machen. Thank you.